Hallo, liebe Blumi-Freunde. Heute ist mein Thema ganz allgemeine Verjüngung. Das heißt, ich möchte euch einmal ganz kurz erzählen, wie das bei mir angefangen hat mit dem Verjüngen wollen und meine Meinung, die ich in dieser Zeit dazu gebildet habe, ein bisschen erklären. Und ich zeige euch und ich, ich stelle euch meine Basis-DVD vor. Also ganz allgemein fing das bei mir vor 8 Jahren an, dass ich festgestellt habe, ja, noch nicht, dass ich alt bin. Das war gar nicht die erste Feststellung. Und so geht es den meisten von euch ja genauso, denke ich mal. Die erste Feststellung war, dass ich ein Schlupflied hatte. Dass das was mit Altern zu tun hat, war mir nicht so ganz bewusst. Ja, hier hingen die Schlupflieder runter und meine damalige Freundin und meine Schwester, die ließen sich gerade zu der Zeit, also das war davor, ließen sich hier oben die Augen operieren. Schönheitsoperation, sagt man ja dazu. Und da stellte ich dann auch fest, als ich in den Spiegel geguckt habe, huch, ich könnte das ja auch gebrauchen. Nun habe ich mich nicht getraut, das machen zu lassen und hatte auch nicht das Geld. Und da ich so ein bisschen praktisch veranlagt bin, habe ich gedacht, ach, das kriege ich alleine hin. Ja, und dann fing ich an zu zerren und zu gucken und zu ziehen. Ich recherchierte auch genügend im Internet und das Einzige, was ich fand, wegschneiden. Es gibt kein anderes Mittel als wegschneiden. So. Und dann stand ich vor dem Spiegel und habe überlegt, ja, wie kommt das überhaupt, dass da ein Schlupflied ist? Das waren so die ersten Fragen zu meinem Alterungsprozess. Klar, irgendwann stellte ich schon fest, dass da noch mehr war als ein Schlupflied. Zu dem Schlupflied werde ich später vielleicht noch mal was sagen. Jetzt erstmal zum ganz Allgemeinen. Ja, Verjüngung, so wie ich es jetzt lebe, ist nicht das gleiche wie gesund leben. Ja, gesund leben, das sollten wir das ganze Leben über machen, ohne uns am Anfang Gedanken vielleicht über die Verjüngung zu machen. Und was ist Gesundheit? Also allgemein wird definiert, Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. Aber gehen Sie mal zum Arzt und lassen sich mal ordentlich durchschicken. Vorher dachten Sie noch, Sie sind gesund. Und der Arzt findet was. Der sagt so, ich habe jetzt die und die Parameter, da passen Sie nicht rein. Und da machen wir Sie jetzt gesund. Ja, das habe ich oft genug erlebt. Da wurde viel an mir herumgedoktert oder herumdoktern wollen. Manches habe ich nicht zugelassen. Oder es ist auch nicht, Verjüngung ist auch nicht sowas wie Abnehmen. Also wenn man zu dick ist, ja, und macht dann eine Diät oder Sport oder stellt seine Ernährung um und dann hat man abgenommen und dann ist gut. Ja. Verjüngung ist ein ewiger Weg. Das habe ich jetzt festgestellt. Verjüngung ist nicht irgendwann zu Ende, weil der Alterungsprozess dagegen strebt. Wir haben die Natur und die Natur sagt, so ab Mitte 30 geht es los, da stirbst du jetzt langsam ab. Ich habe dazu mal die Alterungswelle nicht erfunden, aber ich habe sie mal so dargestellt. So ab Mitte 30 geht es los, dass der Körper abbaut. Da kriegt man das noch nicht so mit, aber da geht die Spannkraft des Körpers schon zurück. Also bis 30 geht es aufwärts, ja, Entwicklung, Entwicklung, Entfaltung. Wir denken so mit 30, oh, das ist toll, die Welt wird immer so sein. Ja, und irgendwann, ich stellte es irgendwann fest, nein, sie ist nicht immer so. Aber ich wusste damals überhaupt nicht, was das bedeutet. Also ich hatte mir mit dem Altern überhaupt keine Gedanken gemacht, bis Mitte 50. Ja, also bis Mitte 50 habe ich nicht darüber nachgedacht, dass ich auch mal alt werden könnte oder dass ich schon im Alterungsprozess bin. So, also die Spannkraft lässt nach, wir können uns nicht mehr so gut bewegen und wir bewegen uns nicht mehr so viel. Und das heißt, wir können uns dann nicht mehr so viel bewegen und wir bewegen uns nicht mehr so viel. Und das sind ganz, ganz viele Faktoren im Körper, die da zusammenspielen. Mit dieser verlorenen Spannkraft hält ja alles nicht mehr so fest, geht Flüssigkeit verloren. Ja? Durch die Spannkraft wird die Flüssigkeit in den Zellen, in den Muskeln, in den Systemen, in den Organen gehalten und ist die Spannkraft raus, geht auch die Flüssigkeit raus. Und wenn
das Blut nicht mehr so viel fließt und wenn die Lymphe nicht mehr da ist und wenn weniger Zellflüssigkeit da ist und weniger Zellzwischenflüssigkeit, dann passiert noch eine andere Sache, die überhaupt nicht schön ist im Alter. Der Körper kann jetzt nicht mehr so gut diese Abbauprodukte aus den Zellen wegschwemmen. Er stationiert sie irgendwo im Körper. Ja? Er sucht sich also Ecken, die nicht so viel bewegt werden und packt dort die ganzen Abfallprodukte rein. Also jede Sekunde sterben 50 Millionen Zellen im Körper. Ja? Das ist erstmal nicht viel bei den paar Billionen, die wir haben. Aber dieses, was dort abstirbt, muss ja wegtransportiert werden. Auch die Zellatmung erzeugt Abfallstoffe. Also das wird alles ausgeschieden über die Lunge, über die Leber, über die Nieren, über den Darm. Ja? Dort wird es hintransportiert, aber wenn der Transport nicht mehr stattfindet, was soll der Körper machen? Er steckt es irgendwo hin und wenn da so ein riesiger Müllberg ist, der eigentlich nicht gebraucht wird, da kommen Bakterien hin. Das ist so. Wir haben ungefähr 10% unseres Körpers sind Bakterien. Und im Grunde, wenn wir jung sind, leben wir ganz gut in Symbiose. Wir brauchen all diese Bakterien auch, um überleben zu können. Aber wenn Müll im Körper angelagert ist, dann kommen da Bakterien hin. Und wenn zu viele schlechte Bakterien hinkommen, dann gibt es Entzündungen, dann gibt es Krankheiten. Und das ist das, was so im Alter passiert. Ja, also wir werden schwächer, wir verlieren an Flüssigkeit, im Gesicht sehen wir es vielleicht als erstes. Dazu später noch mal mehr. Und wir werden immer kränker. Ja, hinzu kommt, dass wir weniger Widerstandskraft haben. Und das ist schon mal das Nächste. Die nächste Alterserscheinung ist, dass wir an Hormonen verlieren. Frauen wissen das eindeutig, wenn so die Menopause kommt, dass das Schönheitshormon Östrogen weggeht. Aber es gehen auch viele andere Hormone, werden weniger. Ja, im Laufe des Alters. Also auch Hormone, die gegen diese äußeren Eindringlinge oder gegen schädliche Bakterien vorgehen, auch die werden weniger. Wir werden schwächer, wir werden weniger Flüssigkeit im Körper, mehr Müll drin, mehr Entzündungen. Und das ist Alter. Und dieser Prozess ist von Natur aus so vorgesehen. Der Mensch soll ja sterben, der Organismus soll ja sterben. Also es ist ihm nicht gestattet, von Natur aus, ewig zu leben. Weil es soll ja was Neues kommen. Also ich habe zwei Kinder geboren, ich habe was Neues hineingebracht in die Welt und da sagt mein Organismus, okay, hast deine Schuldigkeit getan, du kannst weg. Jetzt bin ich aber ein bewusster Mensch. Und im bewussten Erkennen, zu erkennen, dass man abstirbt, das finde ich nicht toll. Also überhaupt nicht. Und dagegen möchte ich etwas tun und dagegen tue ich auch etwas. Ich habe immer so meine Bälle, die ich so zeigen kann, die ich in den Kursen und Workshops immer zeige. Das ist dieser Ball, das ist so ein Flummi, der ist beweglich und da ist viel Flüssigkeit drin. Und wenn dieses Silberzeugs, das ich runtergeladen habe, dann ist da auch Klarheit. Ja? Und das ist der Ball, da geht es hin. Das ist ein Kalkball, da ist keine Flüssigkeit drin, da ist nur noch Verknöcherung und von da nach da ist der Prozess. Ich habe jetzt auch noch einen neuen Ball, das ist auch ein Kalkball, das ist Porzellan, der ist schön bemalt und das machen wir oft im Alter. Ja? Und das wird von der Schönheitschirurgie so gemacht. Also das wären wir von Natur aus. Und das machen wir, indem wir schicke Kleider kaufen, indem wir Make-up nehmen, indem wir schicke Frisur machen, uns die Haare färben, indem wir uns operieren lassen. Also die Augen werden operiert, der Mund wird operiert, der Hals wird operiert, die Brust wird operiert. Aber das Altern wird nicht wegoperiert. Ja, wir malen das schön an, wir machen es schick, aber das Altern ist nicht weg. Das, was ich möchte, ist nicht nur jung aussehen, das soll ein Effekt von dem sein, was ich erreichen will. Dass es auch wieder jung aussieht. Ja? Was ich erreichen will, ist eine ganzheitliche Verjüngung. Und das, was ich feststellte bei meinen ersten Forschungen, und die sind inzwischen nur noch gefestigt worden, dass an meinem Schlupflid der Kopf dran hängt, die Kopfhaut, der Nacken, der Rücken, ja, die Schultern und der untere Rücken. Also das ist ein Prozess, es geht nach vorn. Und ich kann es nach hinten schieben. Das habe ich schon mal irgendwo erklärt.
Genau dasselbe, dass ja an dem oberen Lid auch der untere Gesicht dran hängt. Ja, daran hängen die Wangen, daran hängt unten der Hals, daran hängt die Brust, das Dekolleté und der Bauch und natürlich die Beine gehören auch dazu. Alles das muss wieder in Bewegung kommen, damit im gesamten Organismus alles wieder funktioniert. Und da ist ein neuer Ball in mein Leben getreten. Das ist, glaube ich, so ein Hundeball oder sowas, ja. Der zeigt es aber sehr deutlich, was ich sagen will, im Organismus. Alles ist miteinander verbunden und verknüpft. Da ist nichts, was ganz alleine funktioniert. Ich kann mich erinnern, als ich irgendwann mal anfing, mit diesen Schlupfliedern dran zu arbeiten, dass ich das mal einem Bekannten erzählt habe und gesagt habe, weißt du was, meine Schlupflieder hängen unten am Rücken dran. Und da hat er gesagt, du spinnst. Ja, die meisten Menschen können sich das nicht vorstellen, dass irgendwas im Körper zusammenhängt. Was? Meine großen Zehen haben irgendwas mit meinen Augen zu tun? Was? Meine Leber hat was damit zu tun? Im Gesicht spiegeln sich die Organe wieder. Auch dazu werde ich mal ein eigenes Video machen. Erst einmal, unser gesamtes Aussehen ist eine Einheit. Ja, unser Gesicht ist eine Einheit mit dem gesamten Körper. Und deswegen habe ich am Anfang Übungen entwickelt, die diese Einheit darstellen. Nun gibt es nicht eine Übung für alle Erscheinungen. Also es gibt immer Leute, die sagen, ach, weißt du, ich brauche das nicht, was du da machst, ich gehe wandern. Ja, wandern ist sehr gut. Oder jemand anderes sagt, weißt du, ich gehe jede Woche einmal schwimmen, eine Stunde, das ist wirklich eine tolle Sache. Schwimmen ist sehr gut. Joggen, sehr gut. Handball spielen, fantastisch. Alles das reicht aber nicht, um alle einzelnen Prozesse im Organismus zu verjüngen. Das heißt zu verjüngen, das, was ich eben ja schon mal kurz erläutert habe, aus dem Kalkball wieder einen Gummiball machen. Dass da wieder Flüssigkeit reinkommt, wieder Spannkraft reinkommt und, das ist wissenschaftlich erwiesen, wenn wir den Organismus entsprechend bewegen, kommen auch wieder Hormone rein. Ich habe in den 8 Jahren noch nicht geschafft, dass meine Menopause wieder zurückgegangen ist. Ich denke mal, die Verjüngung, das ist so ein ewiger Prozess. Ich habe vieles schon geschafft. Und dazu möchte ich jetzt mal ganz kurz diese Übungen für meinen im Basisbereich mal aufzählen. Augen. Zu den Augen habe ich schon ein paar Videos gemacht. Also es gibt die Übung Augen, es gibt die Übung Nase. Es hat die Nase im Alter. Die Nase wird dick im Alter, der Geruchssinn lässt nach. Das ist zum Beispiel eine wissenschaftliche Erkenntnis. Wenn ein Mensch, also durch Alterungsprozess, war vielleicht auch nicht nur durch Alterungsprozess, ein Mensch nicht mehr riechen kann, also wenn sein Geruchssinn weg ist, dann stirbt er innerhalb der nächsten 5 Jahre. Fand ich eine tolle Erforschung. Ich habe das nicht getestet, keine Ahnung. Aber das kann damit zu tun haben, der Geruchssinn hängt genau hier, genau in dieser Stirnbereich und kurz dahinter ist auch der Hypothalamus. Also irgendwie hängt das alles zusammen. Unser Geruchssinn ist ja eines der, glaube ich, der allererste Sinn sogar, ja. Neben der Wärme und der Kälte, die so das erste Lebewesen gefühlt hat. Und das glaube ich schon, dass da eine Menge mit zusammenhängt. So, Mund. Der Mund ist die erste Öffnung, die überhaupt da war. Um den Mund herum haben wir ganz, ganz viele Funktionen. Da ist Kauen und Schmecken und Beißen und alles sowas. Und um den Mund herum haben wir auch ganz viele Alterserscheinungen. Ja. Dazu habe ich auch schon eine extra DVD gezeigt, ist aber hier in dieser Basis-DVD mit drin. Augenbrauen. Die Augenbrauen war bei mir auch so. Also ich hatte hier zwischen so diese sogenannte Zornesfalte. Das lag daran, dass ich ja immer vor dem Computer sitze und immer alles ganz genau sehen will. Und bei mir ließ ja auch die Sehkraft nach. Also das ist dann so. Ja, so sieht das aus, wenn man dann vor dem Computer arbeitet. Man konzentriert sich auf die Arbeit. Das ist eine hohe Konzentration. Das heißt ja auch Grübelfalte. Und die wird durch das Zusammenziehen der Augenbrauen. Tja, die Augenbrauen muss man dann wieder dehnen. Amerikanische Forscher haben festgestellt, wenn sie diese Muskeln hier zwischen aufschneiden, also da geht man ziemlich brutal vor, dann haben die Menschen, die vorher Migräne hatten, keine Migräne mehr. Ich habe das auch festgestellt, allerdings ohne das Schneiden. Ich hatte bis Anfang 50, so ab Anfang 30 ging es los, regelmäßig Migräne, jeden Monat Migräne. Und
Ja, es gibt natürlich wunderbare Medikamente, die schlagen ganz toll an, aber die schlagen auch ganz toll auf die Leber. Also Leberprobleme habe ich ja auch. So, und aber als ich anfing, diese Augenbrauenübungen zu machen, ging die Migräne weg. Also ich habe keine Migräne mehr seitdem. Ja, das ist Verjüngung, bin ich der Ansicht. So, Wangen, ja, Wangen ist klar. Wangen, das wird schnell faltig hier in diesem Bereich. Ja, da muss man eine Menge üben. Hat aber auch damit zu tun, genauso mit der Übung Ohren, dass wir die Ohrspeicheldrüse, und hier sind ja auch ganz viele Nerven, die hier durchgehen. Hier hinten ist die, sind Lymphdrüsen. Also diese Bewegung Wangen, Ohren, Nacken hat damit zu tun, dass wir den Bereich, dass wir den Durchlass der Nerven und der Lymphe und des Blutes, hier laufen ja auch die Adern durch, die großen Adern, ja, die sich dann verteilen. Das ist eine ganz wichtige Verjüngungsübung für Kopf und Körper. Und jetzt kommt es. Ja, Zunge, Zähne, wird alles nochmal extra behandelt. Jede altert ja für sich. Ja, Zahnalterung, das ist eine Wissenschaft für sich, mache ich irgendwann später mal. Nacken und Schultern und Rücken. Das sind ja so die Volkskrankheiten, und das liegt auch daran, dass man immer so nach vorne guckt und alles nach vorne macht und erstarrt. Also ich hatte einen erstarrten Nacken, ich hatte eine erstarrte Schulter und ich hatte einen erstarrten Rücken. Und nicht nur das, ich hatte Hexenschuss, ich hatte Ischias-Probleme. Und das liegt einfach daran, dass wir den ganzen Tag so sitzen und uns so nach vorne bewegen und nicht mehr nach zurückwärts gehen. Ja? Diese Übungen gehören mit dazu, wie ich schon sagte. Für das Schlupflied gehören die Rückenübungen, die Schulter- und Nackenübungen, Kopfhautübungen, alles mit dazu, damit sich das hier wieder strafft. Und für den vorderen Bereich gehört die Übung Bauch und Beine und die Füße und Hände auch mit dazu. Hände. Hände ist ein ganz spezielles Thema. Es gibt ganz, ganz viele Handprobleme, Fußprobleme genauso. Es wird gesagt, da ist Rheuma drin und Gicht drin und Arthrose und ähnliches. Ja. Das liegt alles daran, dass das nicht richtig bewegt wird. Also wir bewegen zwar so ein bisschen die Hände, aber nicht so, dass sie in ihrer vollen Kraft bewegt werden. Und genau dasselbe ist mit den Füßen. Ja? Guckt euch mal alte Leute an, die schlurfen, die hinken, ja, weil Füße und Knie und Beine wehtun. Das meine ich, das alles ist ein Komplex, das habe ich in einer Basis-DVD hineingebracht. Da sind 19 Übungen, die meisten habe ich davon eben aufgezählt. Ja? Diese Basis-DVD. Nur mal sehen, ob ich sie hier rauskriege. Ja, da ist sie. So, die sieht so aus. 19 Übungen. Jede Übung so zwischen, ja, um die 4-5 Minuten. Kann man ja auch zweimal und dreimal hintereinander abspielen. Aber erstmal überhaupt anfangen. Das ist wichtig. Dass man überhaupt erstmal anfängt, alles wieder in die Reihe zu bekommen. So, und was heißt anfangen? Wann fängt man damit an? Habe ich auch schon mal so ein kleines Video gemacht, wann fängt man mit Blumi an? Man müsste recht früh anfangen, man müsste schon mit 30 sich darüber Gedanken machen, dass man irgendwann mal alt wird. Man wird nämlich gleich alt, schon mit 30, sagte ich ja schon, geht es los, aber da fühlt man das noch nicht. Die meisten, die zu meinen Kursen und Workshops kommen, sind um die 50 bis 60, einige sind schon Mitte 30, aber das hält sich noch in der Minderzahl. Und die haben dann schon Altersprobleme. Also es geht nicht allein ums Gesicht, obwohl meine Blumi-Methode Gesichts- und Verjüngungsgymnastik heißt, weil ich fing mit dem Gesicht an und ich bin auch der Ansicht, im Gesicht spiegelt sich die Jugend oder das Alter am meisten wider. Und deshalb sollten ganz viele Gesichtsübungen auch gemacht werden. Bloß das andere darf nicht hinten runterfallen. Also, oh, das andere brauche ich nicht, da kann ich ruhig bewegungslos sein, ja. Ist nicht meine Art, ist nicht meine Weise. Inzwischen habe ich viele andere Übungen noch entwickelt, auch für innere Organe. Dazu später mehr. Jo. Wenn ihr also die Zielstellung habt, jünger werden zu wollen, seid ihr mit Blumi richtig. Es geht nicht so sehr darum, gesund zu werden oder schlank zu werden. Das kommt dabei automatisch. In dem Moment, wo man sich wieder in eine jugendliche Phase hineinbringen will, wo man mehr Spannkraft haben will, wo man sich ein bisschen mehr bewegt, ja, da kommt schon ein ganz anderes Bewusstsein zu seiner Ernährung. Also bei mir ist das zumindest so gewesen und das weiß ich auch von anderen. Zu seiner Ernährung, zu seiner ganzen Körperlichkeit, ja, zu seinem ganzen Ich, zu seiner ganzen Person. Wenn ihr also verjüngen wollt, dann müsst ihr irgendwo anfangen.
Entweder am Schlupflid oder an den Wangen oder am Bauch oder am Dekolleté oder an den Haaren. Alles lässt sich machen. Ja, alles lässt sich wieder zurückdrehen. Und wenn man sich ganz und gar verjüngen will, klar, das dauert. Also ich habe auch gedacht, das geht schneller. Es geht nicht so schnell. Aber es geht. Und das finde ich toll. Es gibt so ein altes Sprichwort, das kennt ihr alle, ein bisschen schwanger gibt es nicht. Und da bin ich auch beim Altern dabei, ein bisschen verjüngen gibt es nicht. Also wenn ich ein bisschen verjüngen kann, dann kann ich auch ein bisschen mehr. Ich muss wahrscheinlich dann ein bisschen mehr machen. Ja? Also, wenn ihr euch verjüngen wollt, müsst ihr erst einmal die Zielstellung haben, eine gute Motivation dafür und dann müsst ihr anfangen. Meine DVD, ach, da ist auch das Tutorial schon mit drin. So, meine DVD könnt ihr dazu erwerben. Ihr könnt es auch alleine machen, natürlich. Ich habe es ja auch alleine geschafft. Aber hier bin ich euch ein paar Jahre voraus, habe das alles entwickelt. Und wenn ihr damit anfangt, ist der Weg ein ewiger. Warum nicht? Vielleicht treffen wir uns in 100 Jahren und sagen, hey, damals haben wir angefangen. Genauso soll es sein. Ich wünsche euch, dass ihr einen schönen Tag habt. Bleibt schön jung oder werdet jung. Alles Gute, eure Verjüngungstrainerin Uta Baranowski.